Wenn jemand als erster Popstar des klassischen Balletts gefeiert wird, dann möchte man schon gerne wissen, wie viel Glamour und Glitzer Anfang der 60er Jahre auf den strengen deutschen Tanztheaterbühnen überhaupt möglich waren. Herzlich wenig nämlich. Bis der Südafrikaner John Cranko nach Stuttgart kam. Sein Leben war Rock'n'Roll und das Ensemble aus dem Schwäbischen wurde fast über Nacht eine weltweit renommierte Kompanie. Welche Magie der Choreograf bei der Arbeit mit den Tänzerinnen und Tänzern entwickeln konnte, davon erzählt Joachim Langs Spielfilm Cranko. Klaus Lescher hat ihn schon gesehen. Zu einer Zeit, als selbst in Ballett- und Opernhäusern noch üppige Rauchschwaden die Räume vernebeln, hat er eine klare Vision. John Cranko will das Ballett erneuern. Technik, Training, Disziplin, alles schön und gut, aber auf der Bühne muss auch Gefühl spürbar sein. Ich glaube, wenn das Ballett einfach nur aus Tanzschritten bestehen würde, würde es sich nicht lohnen, ihm ein ganzes Leben zu widmen. Als er 1961 das Stuttgarter Ballett übernimmt, steht Crankos Karriere auf der Kippe. In England ist der Choreograf wegen seiner Homosexualität kaltgestellt worden. Stuttgart soll ein Neuanfang werden. Doch Crankos Pläne stoßen beim Intendanten nicht nur auf Zustimmung. Sie können hier nicht alles umkrempeln. Natürlich krempelt er dann doch alles um. Cranko setzt sich für Tänzerinnen und Bühnenbildner ein, deren Potenzial anfangs nur er erkennt. Sein Ensemble organisiert er wie eine Großfamilie. Er feiert und trinkt so intensiv, wie er probt, und er probt sehr intensiv. 1967 erklärt John Cranko selbst seine Arbeitsweise kurz und knapp. Ich versuche immer, so weit als möglich, nicht nach Formular zu gehen. Er hat ein Leben gehabt wie ein Popstar der Kunstszene. Und ähnlich wie anderen Großen wie Amy Winehouse oder Jimi Hendrix hat er sehr schnell gelebt, wie im Zeitraffer. Cranko kreiert das Stuttgarter Ballettwunder. Seine Truppe feiert sogar an der New Yorker Met-Triumphe mit Crankos Onegin. Anders als seine bahnbrechenden Ballette bleibt sein Privatleben nur ein Reigen flüchtiger Beziehungen, kurzer Gastspiele. Mehrfach versucht Cranko, sich umzubringen, als ihn wieder mal ein Freund verlässt. Well, er war ein Genie, ein Choreograf. Und er war wie viele Genie ein sehr komplizierter Mann. Das Melancholische und das Manische, der Film verwebt das zu einem schwebenden Melodram. Der brillante Hauptdarsteller Sam Riley saugt das regionale Ambiente des Films so sehr in sich auf, dass er manchmal etwas geradezu Jogi Löw-haftes ausstrahlt. Gespielt werden die Tänzer von damals von den heutigen Mitgliedern des Stuttgarter Ensembles. Das garantiert federleichtes Ballett, während die Dialoge etwas erdenschwer bleiben. Mit nur 45 Jahren stirbt Cranko auf dem Flug von Philadelphia nach Stuttgart. Ein Herzinfarkt trifft ihn, als er schwebt, gut 10.000 Meter hoch über dem Erdboden. Cranko ist von Donnerstag an in den Kinos. So. Auf der Bühne stehen, das sei für ihn wie eine Therapie, sagte er einmal. Chris Christopherson war Schauspieler und ein herausragender Musiker. Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben. Er gilt als einer der bedeutendsten Songwriter aller Zeiten. Christopherson schrieb zahlreiche Hits, arbeitete für Stars wie Elvis Presley, Janis Joplin und Johnny Cash. Like an echo of an age long forgotten.